Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 10.03.23, einen wunderschönen Freitag. Und bei mir hat heute sogar einmal eine Stunde die Sonne gescheint, nachdem heute Nacht ein richtiger Sturm war. Also ich habe den im Bett bloß gehört, aber gescheit gehört bei mir. Und in dem Haus, in dem ich wohne, das Haus ist sage und schreibe 400 Jahre alt, in dem ich wohne. Ich liebe dieses Haus. Knackst natürlich ganz fürchterlich. Da passiert nichts. Das ist vor, ja gut, jetzt auch schon 20 Jahre her, frisch renoviert worden. Aber da knackst. Ganz gewaltig. Ich finde es immer lustig. Aber wir gucken auf den Freitag. Ja, wir haben Benachteiligung und Mut. Okay. Schöne Dinge. Und Fremde. Also hier geht es um unbekannte Sachen oder um fremde Menschen. Aus irgendeinem Grund fühlst du dich benachteiligt. Ob das jetzt wirklich so ist oder du nur so fühlst, lassen wir mal dahingestellt. Denn im Endeffekt fühlst du es. Ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt ist, ist ja vollkommen egal. Du fühlst es so. Und weil vielleicht Fremde da sind oder was weiß ich, eine Party. Es kommt eine neue Person in die Familie eingeführt, wie auch immer, ist vollkommen wurscht. Und jetzt dreht sich alles um diese Person, die vielleicht besonders hübsch ist, besonders nett ist oder keine Ahnung. Und du bist benachteiligt. Und hier verlangt es Mut, trotzdem das Schöne in der Situation zu sehen. Eine Variante kann in der Arbeit sein, eine neue Kollegin, die auf einmal hofiert wird. Immer das gleiche Thema. Es geht darum, den Mut zu haben, auch das Schöne zu sehen, was diese fremde Situation, je nachdem, mitbringt, was sie schafft und sich nicht, also über seine Benachteiligung zu stehen, praktisch über ihr seinen eigenen Schatten zu springen, anstatt zu schmollen oder eifersüchtig zu sein, das Schöne und das Gute zu sehen, was sich daraus ergibt. Ja, die Benachteiligung macht dir Stress, das gefällt dir nicht, ist ganz klar. Und du kriegst aber Hilfe, diese schönen Dinge zu sehen. Hier kommen offizielle Personen hinzu und ein Vertrag hinzu. Also hier ist wirklich so, dass irgendetwas Fremdes, eine Person, eine Situation, ein Objekt, ein, was weiß ich, kann auch ein neues Auto sein. Also irgendetwas, was dir vollkommen fremd ist. Bleib halt einfach mal beim Auto und du hast bis jetzt einen Panda, Fiat Panda gefahren. Also ein ziemlich kleines Auto. Und jetzt kam dein Mann auf die glorreiche Idee, wir kaufen uns jetzt einen 82er Mercedes. Ist ein Riesenauto. Habe ich nämlich schon gewonnen. Also kann man nicht vergleichen. Jetzt fühlst du dich benachteiligt und vor allem in Stress. Weil du offiziell darfst du das Auto ja fahren. Du hast diesen Vertrag, dieses Auto zu fahren. Aber es ist dir vollkommen fremd und du fühlst dich wirklich unter Stress. Und jetzt brauchst du eben den Mut, das Schöne, was dieses neue Auto bringt, diese neue Erlebnisse, das neue Fahrerlebnis und, zu genießen, dir das zuzutrauen. Und da bekommst du Hilfe. Und die Hilfe kann natürlich alles Mögliche sein. Du sagst zum Freund, du fahr mal erstmal mit, bevor mein Mann mitfahrt, dass ich mich ein bisschen auskenne. Oder dein Mann selber fährt mit. Oder du gehst zur Fahrschule und sagst, ich brauche eine Stunde in einem Mercedes, weil bla bla bla. Also da kann man, das kann man machen wie Dachdecker. Aber sowas in der Art ist es. Es kann ein neues Haus sein. Sag ich jetzt einfach mal. Oder eine neue Wohnung. Wo du, keine Ahnung, jetzt ein kleineres Zimmer hast und jetzt natürlich benachteiligt bist oder keinen Abstellraum mehr hast oder was weiß ich was. Also irgendeine, du findest dabei irgendeine Benachteiligung und jetzt musst du dich oder dir den Mut zu trauen, dich trotzdem mit dem Neuen zu arrangieren, denn da sind auch wunderschöne Sachen da. Auf jeden Fall hat es mit einem Vertrag zu tun. Kann natürlich jetzt auch, wie am Anfang gesagt, eine neue Schwägerin sein oder eine neue Freundin deines Sohnes. Denn das ist auch im weitesten Sinne ein offizieller Vertrag. Das ist jetzt meine Freundin und stellt sie vor. Und dein Sohn hat nur noch Augen für das Mädel und dich sieht er gar nicht mehr. Auch möglich. Da auch Mütter reagieren da ab und zu mit Eifersucht. Nicht alle, nicht viele, aber es passiert auch.
also Clique, keine Ahnung. Ein bester Freund deiner Clique, mit dem du immer enger bist, hat jetzt eine neue Freundin, die bringt er jetzt mit. Und du bist eben, wo es immer seine engste Freundin warst, wo du immer, wo er dir immer alles erzählt hat, auf einmal außen vor. Er erzählt dir nichts mehr, weil er jetzt eben einen Vertrag mit einer anderen hat. Auch das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das braucht man den Mut, über den Schatten zu springen, nicht zu schmollen, sich nicht stressen zu lassen, sondern auch das Schöne zu sehen. Also irgend sowas in der Art ist es. So, schauen wir mal weiter. Das wird uns mehr oder weniger alle am Wochenende erleben lassen. Bewusstsein, Leidenschaft und Erfüllung und Dankbarkeit. Genau. Im ganz Kleinen kann das wirklich bloß so ein Augenblick sein oder eine Viertelstunde sein. Du gehst spazieren, mit deinem Mann spazieren und ihr trefft eine weitgehendste Fremde, die du nicht kennst, aber dein Mann kennt. Und der bleibt jetzt eine Viertelstunde stehen und ratscht mit der und ist ganz innig mit der und du stehst da wie ein Depp. So fühlst du dich. Darum sage ich ja Depp. Also natürlich stehst du nicht da wie Depp, aber du fühlst dich benachteiligt. Kommst dadurch im Stress. Wer ist denn das? Was soll denn das? Und ba. Auch sowas Kleines kann es sein. Und hier wird dir wieder gezeigt, im Außen, was du im Innen bist. Du fühlst dich benachteiligt. Das ist jetzt wieder so ein bewusstes Ding. Schau bewusst hin, warum fühlst du dich benachteiligt. Obwohl du ja auch diese schönen Dinge, das Neue, das Fremde, das Offizielle, was auch Erfüllung bringt, in dein Leben willkommen zu heißen. Warum kommt erstmal Benachteiligung und Ablehnung anstatt Dankbarkeit? Das ist auch wieder so ein Auftrag, den wir jetzt alle haben, immer mehr und mehr bewusst hinzusehen, um sein Inneres kennenzulernen. Und das wirst du im Äußeren erleben. Warum? Und du brauchst bloß fragen, warum? Warum fühle ich mich jetzt blöd? Weil mein Mann mit der so lange redet. Ich kenne die überhaupt nicht und wer ist das überhaupt? Und überhaupt, Eifersucht oder ich bin gar nichts oder ich bin es nicht wert oder was da alles rauskommt. Also, wenn du aber den Mut hast, hinzusehen, die Benachteiligung zu überwinden, dann siehst du und erkennst du auch die schönen Dinge, die diese fremde Situation, das fremde Objekt, die fremde Person mit sich bringt. Denn hier ist etwas Schönes drin. Du musst es nur erkennen. Du musst es nur bewusst erleben und über deinen Schatten springen. Und dann hast du auch wirklich allen Grund, dankbar zu sein. Erstens lernst du was von dir und merkst obendrein dann, ohne viel Stress, dass du das gar nicht brauchst. Weil es auch für dich etwas sehr Schönes ist. Also, das ist wieder so der softe Weg, der uns immer wieder aufgezeigt wird. Guck hin, mach das Beste draus und lerne draus bewusst. Spirituell oder energetisch ist es im Endeffekt das Gleiche. Wir bekommen alle herausfordernden Energien, die uns eben, jetzt sage ich mal, in Stress bringt. Ob jetzt Benachteiligung, Eifersucht, sich als Mauerblümchen vorkämen, irgendeine Benachteiligung, finanziell, materiell oder empfinden. Alle diese Energien der Benachteiligung und der Angst, also im weitesten Sinne ist es immer Angst. Und ja, hier ist es jetzt nicht gar so grob, aber wir hatten es auch schon mit Angst liegen. Das heißt, wir haben ja alle Palette, je nachdem, du solltest jetzt so schnell wie möglich bewusst erleben, um es in dir auflösen zu können. Denn das ist jetzt das Gebot der Stunde. Das begleitet uns das ganze Jahr und die nächsten Jahre mit Sicherheit auch noch. Weil wir uns praktisch vollkommen entwickeln, vollkommen ändern. Also das Leben in 5 Jahren ist nicht mehr das Leben von heute. Das ist ganz anders. Das können wir uns noch nicht vorstellen, müssen wir auch gar nicht, denn wir wachsen da peu à peu rein. Und wenn du es jetzt mit so kleinen Dingen dir nicht bewusst wird und du dann mehr
innere Stärke gewinnst und lernst, dass du den ganzen Blödsinn von der Vergangenheit nicht mehr brauchst, umso schlimmer werden diese Sachen, die dir gezeigt werden. Wir sind jetzt hier in einem wirklich soften Anfang und da darfst du dankbar darüber sein, weil es hier ein schöner Vorteil ist, der dir gegeben wird, wenn du darüber springst. Da sagte die Batterie, ich bin jetzt leer. So, also energetisch passiert das eigentlich genau das Gleiche. Es kommen hier unbekannte, fremde Energien, die dir wirklich erstmal Stress machen, die dich auch energetisch, spirituell benachteiligen, rein äußerlich, rein von deinem Gefühl her. Weil es das, was noch vor einem halben Jahr Sinn gemacht hat, jetzt irgendwie keinen Sinn mehr macht. Und ich merke das an meinem eigenen Tun. Und ich höre das auch von anderen. Es ändert sich irgendetwas. Es ist, man muss, also ich sage jetzt, ich muss andere neue Wege suchen. Alles irgendwie ein bisschen anders zu machen. Und wenn man auch energetisch arbeitet oder spirituell arbeitet, hat man einen eingefahrenen Weg. Und ich sagte ja auch da stimmt viel nicht. Und auch dort werden wir peu à peu darauf hingewiesen. Und du wirst jetzt erst diesen neuen Weg, diesen fremden Weg lernen. Wenn du nicht aufgibst und wenn du nicht sagst, mache ich jetzt nicht, das geht nicht, heute ist kein guter Tag, anstatt dich darauf einzulassen, was jetzt passieren könnte. Denn hier passiert nämlich was anders. Auch wenn du es überhaupt nicht kennst, auch wenn dein Kopf vielleicht sagt, so ein Scheiß, oder wenn er sagt, habe ich noch nie gelesen, sowas kann nicht stimmen. Auch das ist alles Kopf, auch das passiert spirituell. Denn hier kommt ein ganz neues Bewusstsein, ein ganz neuer Ansatz in jegliche Spiritualität. Und da gibt es genauso viele Menschen, da gibt es genauso viele Wege, wie es Menschen gibt, so muss ich sagen. Ich kenne keinen einzigen spirituellen Menschen, der eins zu eins gleich ist wie der andere. Jeder hat seinen Ansatzpunkt immer ein bisschen verrückt wie der andere. Verrückter, nicht verrückt, sondern verrückt, woanders stehen. Was dann im Endeffekt auf lange Sicht, ich muss das so vorstellen, hier ist eine Karte und die andere liegt bloß so viel drüber. Aber es wird von dem Eck und von dem Eck eine Linie gezogen. Und da der ein bisschen drüber steht, wird das auf lange Sicht, auf einen Kilometer, geht das dann ewig weit, meterweite auseinander, was du jetzt so gut wie nicht siehst. Das heißt, auf lange Sicht geht es wirklich auseinander. Und so sind auch alle spirituellen Wege, gehen so weit auseinander. Auch wenn du irgendwo was gelernt hast, wirst du deine eigenen kleinen Tricks, Eigenheiten dort mit reinbringen und es für dich so ummodeln, dass es für dich passt. Es ist so. Und darum wird auch in jeglichen spirituellen Weg hier du angetriggert, in eine neue Erfüllung zu gehen. Dir bewusst neue Wege zu suchen, bewusst die schönen Dinge zu sehen, die aus dieser Benachteiligung entstehen. Denn wenn du ja zum Beispiel meditierst und deine Meditation, du bist gewohnt, dass dein Schema, da kommst du immer schön tief rein, mal mehr, mal weniger, aber du hast so, je nachdem. Und jetzt passiert einfach nichts mehr. Jetzt kommst du nicht mehr rein, du kommst nicht mehr raus oder es passiert nichts, es ist alles dunkel oder. Es ist vollkommen wurscht. Dann musst du gar nicht. Aber dann heißt es, nicht stressen lassen, nicht aufhören, nicht aufgeben, sondern den Mut haben zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt noch tun? Was habe ich denn noch nie getan? Und das braucht im Spirituellen auch Mut, weil wir hier auch tausende von Glaubenssätzen haben und vor allem, weil hier etwas Fremdes ist und auch spirituell laufen unwahrscheinlich viele Sachen rum, wie was weiß ich, irgendwelche Geistwesen, die sich da anhängen und Silberschnüre, die durchgeschnitten werden und du dann stirbst und ach was, der Teufel, da stimmt auch ganz viel nicht. Ob das jetzt beim Channeln ist, beim Astralreisen ist, beim Totenbegleitung oder. Wo ich es mir bei der Totenbegleitung oder vielmehr bei Geister, bei Toten,
die dann der Mensch dann wirklich irgendwie wahrnimmt, noch am wenigsten vorstellen kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch lügen, aber weiß ich eben nicht, ist egal. Aber reine Literatur und reines Allgemeinwissen in dieser Sparte ist unwahrscheinlich verschroben. Und da ist natürlich dann auch eine gewisse Angst da. Wenn ich da jetzt was anders mache, habe ich schon gelesen, dass, dann kommt da eine Blockade, eine Sperre. Aber du bist geschützt, du musst dich nur auf das Neue einlassen. Auch das ist spirituell hier gesagt. Ist egal, was du tust. Vollkommen wurscht. Und selbst wenn du was Karten legst, wirst du sehen, dass sich da auch irgendetwas ändert, dass es auf einmal anders schimmiger wird oder dass das so, wie du es immer gemacht hast, auf einmal nicht mehr stimmt. Oder. Es ist auf allen Ebenen passiert, verändern wir uns. Alle. Ob wir es wollen oder nicht. Da kannst du gar nichts dagegen tun. Auch dieses liebe Mädel, das immer schreibt, ich lasse es nicht zu. Auch du wirst es ändern. Auch du wirst dich ändern, weil es gar nicht anders geht. Und wenn du der Allerletzte bist, der was tut, auch dann wirst du es tun müssen, weil alles andere um dich herum so ist. Also du, auch du kannst nicht aus. Aber alles gut. Das heißt es hier, lass dich drauf ein, habe den Mut, über deinen Schatten zu springen, egal in welcher Situation es ist. Sehr vom Vorteil für dir. Das ist nämlich auch für dich eine Erfüllung und richtig was Schönes. Sei dankbar darüber, aber du brauchst den Mut, es zu tun. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Freitag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen. Jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum
klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.